Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei unserem Xbox-Account ganz einfach die Verknüpfungen mit anderen Apps oder Plattformen aufheben bzw. löschen können. Ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lange drum herum, sondern fangen direkt mit dem Video an. Dafür öffnen wir am besten als allererstes einmal auf dem PC die Xbox-App, denn hier können wir tatsächlich auch alle unsere Verknüpfungen sehen. Und im Prinzip sollte die bei jedem von euch vorinstalliert sein, ansonsten könnt ihr euch die wahrscheinlich auch ganz einfach im Microsoft Store herunterladen. Wie gesagt, einfach Xbox, so heißt die App, und da gehen wir dann einmal rein. Hier solltet ihr dann wahrscheinlich schon in euren Account eingeloggt sein, falls nicht, dann könnt ihr das oben links in der Ecke einmal machen und dann klicken wir auch tatsächlich wieder einmal auf unser Profil oben links in der Ecke, dann werden wir einmal Profil anzeigen, dann öffnet sich hier sozusagen eine kleine neue Seite und da haben wir dann rechts oben in der Ecke den Punkt Einstellungen, auch da klicken wir einmal drauf. Jetzt öffnet sich hier so ein kleines Fenster und da landen wir dann erstmal bei dem Punkt Konto und wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir schon alle unsere verknüpften Konten. Ich habe jetzt beispielsweise hier meinen Steam-Account mit Xbox verknüpft, sowie auch meinen EA-Account und hier bei Steam kann ich jetzt die Verknüpfung ganz einfach aufheben. Ihr seht es, bei mir wird es hier einfach angezeigt, Verknüpfung aufheben, da kann ich jetzt einmal draufklicken. Und ihr seht es, dann habe ich eben die Verknüpfung zwischen Xbox und Steam schon wieder gelöscht. Bei EA ist es jetzt allerdings etwas anders und ich glaube, das liegt daran, dass ich eben die Verknüpfung zwischen Xbox und EA damals über EA gestartet habe und nicht über Xbox. Hier könnte ich also einmal auf Verwalten klicken, dann öffnet sich hier sozusagen ein neuer Tab einfach hier von so einer Hilfeseite. Und wenn wir da einmal runterscrollen, dann gibt es hier auch den Punkt, wie man das Ganze eben wieder anlinken, also die Verbindung sozusagen löschen kann. Und das müssen wir dann jetzt tatsächlich in diesem Fall einmal über EA selber machen. Sprich, wir suchen jetzt beispielsweise einfach mal nach EA, gehen hier auf die offizielle EA-Website, loggen uns dann natürlich auch hier einmal in unseren Account ein. Und sobald wir das gemacht haben, klicken wir dann einmal oben rechts wieder auf unser Profil, öffnen dann hier einmal die Kontoeinstellungen. Da müssen wir hier einmal unten links an der Seite zu dem Punkt Verbindungen wechseln. Und ihr seht es, da ist dann eben auch Xbox dabei. Und dann könnten wir die Verbindung eben hier rüber löschen. Bei mir steht jetzt Link und nicht aufheben, weil ich mein Xbox-Konto eben mit einem anderen EA-Account verbunden habe, als da, wo ich gerade eingeloggt bin. Aber falls es bei euch eben so sein sollte, dass hier Verwalten und nicht Verknüpfung aufheben steht, dann müsst ihr euch, wie gesagt, einmal bei der anderen Plattform bzw. bei dem anderen Dienst einloggen und könnt die Verknüpfung dann in der Regel darüber löschen. Wenn ich euch mit diesem Video also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über ein Like freuen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die gerne einfach in die Kommentare. Kuss fürs Zuschauen. Und haut rein.